Herzlich willkommen zu Wabenzeit, den Gesprächen zu Themen vor und hinter dem Bienenkasten. Heute mit der Folge Nummer 6. Mein Name ist Jörg Sterling. Jetzt bei den ersten wärmenden Sonnenstrahlen möchte man direkt hinaus in den Garten und all das, was man im letzten Jahr nicht geschafft hat, in die Wege leiten. Durch den sich überall bemerkbaren Rückgang der Insekten ist bei vielen Kleingärtnern der Wunsch groß, zumindest eine Wildblumenwiese für die Insekten im heimischen Garten anzulegen. Saatgutmischungen gibt es zuhauf und selbst beim Discounter wird man fündig. Aber bevor man anfängt, den Samen im Garten zu verteilen, sollte man sich vielleicht vorher mal ein paar Gedanken dazu machen. Über insektenfreundliche Pflanzen und Naturgärten spreche ich heute mit Dr. Ingrid Illies, Eva-Maria Geiger und Theresa Edelmann von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim, Bayern. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie Zeit haben. Herzlich willkommen, danke. Ja, fangen wir doch direkt mal an. Bei uns zumindest hier im Rheinland ist der typische Reihenhausgarten rechteckig, ungefähr 7 Meter breit, 10 Meter lang, wenn man Glück hat. In der Mitte ist immer die Rasenfläche, umgeben von einem Beet mit Forsythien, Kirschlorbeer, ein paar Rosen, wenn man Glück hat, und Thuja als Sichtschutz. Was kann man denn jetzt machen, Frau Illies, wenn man zumindest seine Rasenfläche mal in eine Wildblumenwiese umgestalten möchte? Also grundsätzlich kann man aus jedem Garten einen Lebensraum für Insekten schaffen, für Wildbienen, für Honigbienen. Wichtig ist, dass man sich vorher ein paar Gedanken macht. Und das Erste, was man sich überlegen muss, ist, wenn ich Nahrung für Bienen bereitstellen möchte, dann brauche ich Nektar und Pollenspender. Und diese Nektar und Pollenspender, also Pflanzen, die Nektar und Pollen bieten, die sollen nicht nur zu einer bestimmten Jahreszeit blühen, sondern nach Möglichkeit über einen längeren Zeitraum, das heißt so gestaffelt, ein richtiges Trachtfließband schaffen für die Bienen. Und zur Nahrung oder Nahrungsbereitstellung gehört nicht nur die Auswahl der Pflanzen, sondern auch so ein bisschen das Management. Also wie pflege ich meinen Garten, wann mähe ich, wann schneide ich Kräuter zurück, das gehört auch dazu. Und all das sollte so in die Überlegung einfließen, wie ich meinen Garten dann entsprechend gestalten kann. Und neben dieser Nahrung gehört natürlich auch der Lebensraum, das heißt Nistplätze für die Tiere zu schaffen, auch dazu. Und da kann ich ganz einfache Sachen machen. Ich kann für offene Flächen im Garten sorgen. Ich kann Totholzelemente schaffen oder Nisthilfen aufstellen. Und in dieser Kombination kann ich sehr viel für Insekten und für Wildbienen machen. Wenn es jetzt konkret darum geht, die Grünfläche, den Rasen zu einer Wiese umzugestalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ich denke, die Frau Edelmann kann da ein paar gute Anregungen geben. Ja, danke Ingrid. Ich möchte dazu sagen, dass die Saatgutvielfalt tatsächlich sehr breit geworden ist und man sollte sich auf jeden Fall zu Beginn klar machen, wie sind denn meine Standortbedingungen vor Ort, denn auch eine Wildblumenwiese gedeiht am besten an einem vollsonnigen Standort. Also das heißt, egal welches Saatgut, vollsonnige Lage wäre optimal. Wenn das Ganze in den halbschattigen Bereich geht, nimmt die Zahl der standortgerechten Pflanzenarten etwas ab. Da müsste man dann eher schauen, ob man nicht im Bereich einer Staudenpflanzung bleibt und weggeht von einer wiesenhaften Ansaatmischung. Aber gehen wir mal zuerst auf das Thema Ansaat ein. Wenn also eine vollsonnige Fläche vorhanden ist, kann die ja entweder nährstoffreich sein oder aber auch recht mager vom Boden her. Auch das beeinflusst die Pflanzenarten, die dort in Frage kommen. Und man kann also da auch bei der Saatgutauswahl darauf achten, ist es jetzt ein nährstoffreicher, sozusagen fetter Standort, dann kann man dort Mischungen anbieten, die entweder nur aus Kräutern bestehen,
Dafür ein Beispiel gibt es hier aus Veitshöchheim. Das wären die Veitshöchheimer Ansaatmischungen, die keinerlei Gräser enthalten, also wo die gesamte Saatgutmischung aus Kräutern besteht. Dementsprechend viel Nektar und Pollen kann dort eben auch für die Bestäuber sich entwickeln. Oder aber man orientiert sich eher an den traditionellen Heuwiesen, wie sie der ein oder andere vielleicht kennt, wo also doch auch bis zu 30% Gräser drin sind in der Mischung. Die Gräser sind als windbestäubte Pflanzen jetzt nicht unbedingt im Fokus von Bestäuberinsekten, aber sie sind natürlich auch interessant als Eiablageplatz für verschiedene Insektenarten. Also auch solche Mischungen, die sich eher an einer Heuwiese orientieren, können sehr wertvoll sein für Insekten im Garten. Wenn ich da mal kurz einhaken darf, Sie sprachen gerade davon, fette Bodenqualität oder eher magere Bodenqualität. Kann ich das denn als Kleingärtner irgendwie erkennen oder muss ich dazu eine Bodenprobe irgendwohin einschicken? Und wenn ich die einschicken muss, wo muss ich die denn da hingeben? Also ich denke, eine ganz einfache Unterscheidung lässt sich treffen anhand der jetzt vorhandenen Pflanzen. Also jeder Garten, wo schon mal zum Beispiel Kräuter, also Gemüse, in erster Linie Gemüse angebaut wurde oder auch Obstbäume, wo also der Oberboden relativ dunkel gefärbt ist, vielleicht auch erkennbar ist, dass ein hoher Humusgehalt drin ist, weil eben über Jahre dort schon gegärtnert wurde, dann wäre dieser Boden tendenziell nährstoffreich. Also das erkennt man ganz gut an der bisherigen Nutzung. Das heißt, jedes Beet, was jetzt angesät werden soll und nicht mehr als Beet gepflegt werden soll, das ist in der Tendenz schon nährstoffreich. Klassische nährstoffarme Standorte wären jetzt Bereiche, wo also eine ganz dünne Auflage nur vorhanden ist an humusreichem Oberboden. Also das heißt Bereiche, die vielleicht auch jetzt im Bestand nur sehr schütterbewachsen sind, wo sehr viel hoher Kiesanteil im Boden ist. Das heißt, man braucht da nicht unbedingt eine Bodenprobe, sondern kann an den vorhandenen Pflanzen ungefähr erkennen, ist das jetzt ein produktiver Standort, wo also viel Biomasse entsteht, auch jetzt schon, oder ist es eher ein Bereich, wo und nach wenigen Zentimetern schon ein sehr sandiger oder vielleicht auch sehr kiesiger Boden kommt. Und die normal angelegten Rasenflächen, davon würde ich mal jetzt ausgehen, dass der Kleingärtner eben halt da vielleicht am ehesten mal eine Wildblumenwiese anlegen möchte. Da kann man dann ausgehen davon, dass das eher ja, nährstoffreiche Böden dann auch sind, wie die Beete, die da drumherum sind. Ja, also man kann sicherlich unterscheiden. Gehen wir mal davon aus, eine Beetfläche, die bisher also auch gehackt wurde, soll umgewandelt werden zu einer blütenreichen Fläche, die gemäht wird, also die praktisch als Fläche dann gepflegt wird, dann wären dafür empfehlenswert die Veitshöchheimer Ansaatmischungen, die wir auch in unserem Merkblatt Farbe für Stadt und Land vorstellen. Das wäre also auch von der Pflege her eine Erleichterung gegenüber der klassischen Beetstaudenpflanzung oder Rabattenpflanzung. Wenn Sie jetzt ansprechen, vorhandene Rasenflächen umzuwandeln in Blumenwiesen, da lohnt es sich zu schauen, welche Pflanzenarten sind denn vielleicht schon in der Rasenfläche vorhanden, weil ganz selten finden wir in Kleingärten reine Grasflächen. Oft sind da ja schon Kräuter dabei und zum Beispiel der Weißklee oder auch der Günsel, also bekannte Rasenunkräuter sozusagen, sind recht wüchsige Bienenweidepflanzen. Also das heißt,
In vielen Fällen ist ja ein Kräuteranteil schon vorhanden. Das heißt, eine vorhandene Rasenfläche mit viel Aufwand umzubrechen, um also komplett von vorn anzufangen, ist oft gar nicht notwendig, sondern da würde es schon genügen, weniger zu düngen und auch weniger zu wässern oder gar nicht zu wässern, dass also die Kräuter, die schon vorhanden sind, auch sich gegenüber den Grasarten stärker behaupten können. Weil in der Regel sind es ja die Kräuter, die auch mit Trockenheit sehr gut zurechtkommen. Das heißt, die vorhandenen, niedrig wachsenden Kräuter, wie schon gesagt, Kleearten, Günsel, das wäre Ayuga reptans, der macht auch Ausläufer, wie der Name schon sagt, aber auch Gänseblümchen oder die Schafgarbe sind also durchaus Arten, die ihren Platz, ich sage jetzt mal, verdient haben in einer Rasenfläche, und wir würden diese Fläche dann als Kräuterrasen beschreiben. Der Kräuterrasen ist also so eine Art Zwischending zwischen dem englischen Rasen, wo ja nichts blüht, und der Blumenwiese. Was ist der Vorteil von Kräuterrasen? Der Kräuterrasen ist eine tolle Sache, weil Sie können den noch betreten. Das heißt, die Wuchshöhe liegt bei ungefähr 20 Zentimetern, vielleicht auch 25 Zentimetern, und Sie können diese Fläche immer noch belaufen oder auch bespielen. Gerade wenn Kinder da sind, sind das also Flächen, die durchaus eine gewisse Beanspruchung mitmachen. Die Blumenwiese, die Sie vielleicht im Kopf haben, ist eine höherwüchsige Fläche, die also durchaus 60 Zentimeter hoch werden kann in der Saison und die also dadurch nicht mehr betretbar ist. Die Arten, die dort vertreten sein werden und Nektar und Pollen bieten, wachsen also auf jeden Fall kniehoch und sollten dann eben auch bis zur ersten Mahd ungestört bleiben. Das heißt, Flächen, die sich dafür anbieten, sind zum Beispiel die Mitten von großen Rasenflächen, dass man sagt, man hat seitlich immer noch betretbare Flächen, und nur da, wo ich also wirklich den Platz entbehren kann, da kann dann eine höherwüchsige Wildblumenwiese durchaus auch frisch angesät werden und dann eben auch die Höhe von einem halben Meter ungestört erreichen. Das heißt, wenn ich als Kleingärtner anfangen möchte, in meinem Garten zumindest einen Teil meiner Rasenfläche umzugestalten, ist es sinnvoll, erstmal damit anzufangen, nicht mehr zu düngen oder weniger zu düngen, dann gar nicht zu düngen, dann eben den Rasen auch nicht regelmäßig zu bewässern, damit eben die Beikräuter wie Löwenzahn und so weiter dann eben eine Möglichkeit haben, aufwachsen zu können, und kann ich dann auch dazu weitere Sachen einsehen, oder soll ich das dann erstmal sich so entwickeln lassen? Ja, also die Idee, in bestehende, ich nenne es jetzt mal Kräuterrasenflächen, noch mehr Arten anzusehen, die ist natürlich sehr verlockend, weil man versucht ja dann auch bestimmte attraktive Wiesenblumenarten in den Bestand einzufügen. Das ist nicht immer von Erfolg gekrönt, weil natürlich die vorhandenen Pflanzen vor allen Dingen im Wurzelraum ihren Platz behaupten. Das heißt, eine Einsaat von einzelnen Arten kann nur dann gelingen, wenn ich also genügend offene Bodenstellen habe. Das kann ich so realisieren, dass ich also mit einem Eisenrechen die vorhandene Grasnarbe stark bearbeite, die Oberfläche aufraue und dann eben, wenn offene kleine Stellen dadurch geschaffen sind, auch bestimmte Arten versuchen, einzeln einzusäen. Das ist sehr abhängig von der Konkurrenzkraft der vorhandenen Arten, ob das gelingt. Was man auf jeden Fall versuchen kann, ist
streifenweise vorzugehen, also dass man dann nicht sagt, ich bearbeite die ganze Fläche, sondern dass ich mich auf eine kleine Fläche konzentriere, da genügend offene Bodenstellen schaffe, indem ich die vorhandenen Gräser wegnehme und da dann einsehe. Was aus unserer Erfahrung allerdings mehr Sinn macht, wäre dann eben eine Teilfläche, die höher wachsen soll, bis auf die genannten 50 Zentimeter, die also wirklich abzuschälen, das heißt alle vorhandenen Pflanzenarten oder vor allen Dingen eben das Gras oberflächlich mit dem Spaten wegzunehmen. Also man spricht auch davon, die Rasennarbe zu entfernen. Das heißt, ich habe dann schon durchaus die obersten 6 bis 10 Zentimeter, die ich also entferne, um eben einen möglichst offenen Boden herzustellen. Und da kann ich dann auch mit einer fertigen Saatgutmischung arbeiten. Jetzt haben Sie angesprochen, wo finde ich jetzt hochwertiges Saatgut? Also das Saatgut sollte auf jeden Fall ein Rezept aufweisen. Das heißt, der Saatgutlieferant hat in der Regel ja eine Rezeptur, die er verwendet, wo also genau daraus hervorgeht, wie hoch ist zum Beispiel der Blumenanteil. In vielen günstigeren Mischungen sind Arten enthalten, die entweder kurzlebig sind oder sind auch Gräserarten enthalten zu einem hohen Prozentsatz. Und da kann ich darauf achten, indem ich also einen möglichst hohen Blumenanteil in der Mischung bekomme von vielleicht 70%. Und dann kann es natürlich auch sein, dass diese Mischung in der Anschaffung des Saatguts etwas teurer ist, weil man muss wissen, in der Vermehrung ist eine Wildblume sehr viel aufwendiger, als viele meinen. Also das heißt, für den Produzenten ist es also ganz entscheidend zu schauen, was möchte ich in die Mischung, in der Mischung drin haben, und dementsprechend kann auch der Preis für eine solche hochwertige Mischung etwas höher sein, je nachdem, welche Arten enthalten sind. Bei den Arten gibt es ja dann oft auch Unterschiede, ob eben halt heimische Arten in den Saatgutmischungen drin sind oder eben nicht heimische Arten. Gibt es dann auch noch weitere Unterteilungen nach vielleicht regionalen Arten? Das heißt, gibt es auch regionale Unterschiede bei den Saatgutmischungen oder ist eine, sag ich mal, eine Mischung aus Veitshöchheim genauso geeignet für Norddeutschland wie für Süddeutschland? Ja, also unterschieden wird natürlich immer, ist die Fläche, um die sich da dreht, ein Garten oder eine Fläche außerhalb der Siedlung. Es ist im Moment ja so, dass sich sehr stark bemüht wird um Regionalität, vor allen Dingen, wenn es um Ansaaten geht in der freien Natur. Und da kommen auch regionale Saatgutmischungen zwingend zum Einsatz. So ist es im Bundesnaturschutzgesetz festgeschrieben. Aber für die Bestäuber innerhalb der Siedlung, also in Gärten und Parks, ist die Herkunft des Saatguts zweitrangig, denn da möchte ich gern an meine Kollegin Dr. Ingrid Illies weitergeben das Wort, denn wir haben also festgestellt, dass durchaus auch nicht heimische Arten sehr, sehr gute Pollen- und Nektarlieferanten sind, gerade auch, wie schon angesprochen wurde, im Spätsommer und dann sogar in den Frühherbst hinein. Vielleicht kann Frau Dr. Illies dazu noch was sagen. Eine Frage noch, bevor wir dazu kommen, vielleicht noch zu den Rasenflächen. Sie sprachen ja davon, dass man eben halt die Rasenfläche durchaus umgestalten kann zu einer Kräuterwiese, indem man eben halt nicht mehr gießt, nicht mehr düngt und dann eben die Beikräuter wie Löwenzahn und Gänseblümchen aufwachsen lässt und so schon dann im Laufe der Zeit durchaus eine attraktive
Nektar- und Pollenquelle für die Insekten schaffen kann. Wie muss ich denn meine Rasenflächen oder wie sollte ich meine Rasenflächen denn bearbeiten, sprich mähen, Mähgut abtragen oder liegen lassen? Wie gehe ich denn da noch vor, um das noch vielleicht abschließen zu können eben? Ja, sehr wichtiger Punkt, weil dadurch ja auch sichergestellt wird, wie lange sich die interessanten Pflanzenarten halten können. Der erwähnte Kräuterrasen, der kann also öfters gemäht werden, weil er in der Gesamthöhe ja die 20 Zentimeter selten überschreiten wird. Also da ist es möglich, 3, 4, vielleicht auch 5 Schnitte im Jahr zu machen, und diese niedrigwüchsigen Arten werden immer wieder zur Blüte gelangen. Anders sieht es aus bei einer hochwachsenden Wildblumenwiese mit, wie gesagt, durchaus 50, 60 Zentimeter Höhe. Da sollte auf jeden Fall der erste Schnitt so spät erfolgen, dass also die ersten Arten wirklich zur vollen Blüte gelangen konnten. Und da liegt dann eben auch die Krux, denn dafür bräuchte man idealerweise einen Balkenmäher oder eine Sense. Oder was auch möglich ist, so wird das hier zum Beispiel auch auf unseren hauseigenen Wiesen gemacht. Wir mähen die mit einer Teleskopheckenschere, die wir praktisch als Bodenmähwerkzeug benutzen. Die hat den Vorteil, dass auch verholzte Stängel gut mit abgenommen werden und das Material dann also lang als langes Stück auf der Fläche erstmal liegen bleiben kann. Der erste Schnitt findet also statt, wenn die Wiese letztendlich schon richtig schön aussieht. Er sollte nicht zu spät erfolgen, also das heißt, er sollte auf jeden Fall noch im Juni erfolgen, denn dann hat die Wiese die Chance, nochmal aufzuwachsen und eine Nachblüte im September zu generieren. Und somit wären wir dann bei 2 Schnitten innerhalb eines Jahres. Wenn der erste Schnitt zu spät erfolgt, dann ist die Chance, dass so eine Nachblüte im Herbst zustande kommt, etwas geringer. Das kommt dann auf die Region an, in der man sich befindet, ob die Saison noch lang genug ist, es noch warm genug ist, um sozusagen diese Nachblüte zu generieren. Die Nachblüte ist interessant für Bestäuberinsekten, weil das eben gerade im September dann doch nochmal ein wertvolles Futter bietet. Dann waren wir, glaube ich, bei den Sorten, heimische Sorten oder nicht heimische Sorten, Frau Elias. Ja. Also grundsätzlich ist es so, dass heimische Wildpflanzen oder heimische Arten natürlich für Wildbienen, Honigbienen ideale Nahrung sind. Und in der freien Natur, wenn ich dort tätig bin und was aktiv einsehe, muss ich mich an die Regeln des Bundesnaturschutzgesetzes halten und das auch entsprechend berücksichtigen. Jetzt ist es aber so, dass wenn ich mich im Garten befinde, ich mich in einem künstlichen, gestalteten Raum schon befinde. Und wir haben unter den nicht heimischen Arten halt viele Arten, die schon seit Hunderten von Jahren bei uns sind und die sich eigentlich als Gartenpflanzen bewährt haben und die auch sehr wertvolle Nektar- und Pollenspender sind. Und es gibt natürlich spezialisierte und weniger spezialisierte Wildbienen. Und für die weniger spezialisierten bieten diese Pflanzen unheimlich viel Potenzial, Nektar und Pollen. Bei den spezialisierteren Wildbienen ist es so, dass wir auch einzelne Gruppen haben, die ganz wichtig sind. Wir haben verschiedene Untersuchungen gemacht mit Zierpflanzen, Beet- und Balkonpflanzen, und konnten halt zeigen, dass zum Beispiel Coreopsis unheimlich wichtig ist für Wildbienen, haben da verschiedene Arten gefunden. Und wir konnten auch zeigen, dass spezialisierte Wildbienen wie die Osmia spinulosa, dass wir die auf Strohblumen finden, die auch nicht heimisch sind. Also gibt es unheimlich viele Beispiele. Wichtig ist, dass wir bei der Pflanzenauswahl eben
Pflanzen wählen, die Nektar und Pollen spenden. Und das ist das erste Kriterium, was wir bei der Pflanzenauswahl berücksichtigen. Und dann kommen natürlich viele andere Punkte dabei, die bei der Pflanzenauswahl berücksichtigt werden können und sollten. Also die sogenannte Gartenpräsenz und auch viele andere Punkte. Dazu kann vielleicht die Eva-Maria Geiger aus den Versuchen des letzten Jahres berichten, was wir da an Punkten zusammengetragen haben. Ja, wir beobachten bei uns den Beflug von Bienen, also sowohl Honigbienen wie auch Wildbienen an Beet- und Balkonpflanzen. Gerade das Rheinland ist ja in Deutschland das Zentrum für den Gartenbau, insbesondere für Beet- und Balkonpflanzenanbau. Und in den letzten Jahren hat sich in diesem Sortiment unglaublich viel getan. Also Pelargonien rücken immer weiter im Hintergrund und es kommen viele Pflanzen aus allen Ländern der Welt, auch ganz viele aus unseren Regionen, Mittelmeerraum, aus Australien bis Südamerika. Und diese Pflanzen sind aber mit unseren heimischen Arten vielfach verwandt über ihre Familien. Und da bestehen natürlich für Bienen auch mit der Spezialisierungsgrad neue interessante Futterquellen. Und was wir beobachtet haben, wir haben einen sehr intensiven und sehr starken Anflug, nicht nur von Honigbienen, sondern auch von Wildbienen an unseren Beet- und Balkonpflanzen, vor allem an diesen vielen neuen Sorten. Die Beet- und Balkonpflanzen wurden ja von den Züchtern aus aller Welt zusammengetragen und so züchterisch bearbeitet, dass sie ein langes Blühzeitfenster haben. Also sie blühen von Mai bis zum Frost ununterbrochen. Also die bieten immer ständig Futterquellen über ihre Blüten. Wir haben sehr viele Nektarspender, aber auch Pollenspender. Also die Bienen finden dort einen reich gedeckten Tisch. Und was jetzt noch interessant wird, durch diese ganzen öffentlichen Diskussionen, werden Bienen natürlich auch in den Züchtungsfirmen immer attraktiver. Also das Ziel, bienenfreundliche Beet- und Balkonpflanzen zu züchten. Das ging schon vor vielen Jahren los und das gipfelt momentan auch in der ganzen Sortendynamik, die wir jetzt erkennen. Die Firmen bewerben das auch intensiv. Das funktioniert auch sehr gut und dadurch kommt es, dass jeder Gärtner, jeder Freizeitgärtner auf den kleinsten Raum eine attraktive Pflanze für Bienen und für andere Bestäuberinsekten anbieten kann. Und zwar über einen ganz langen Zeitraum, über Monate hinweg. Ja, aber sind die klassischen Beet- und Balkonpflanzen nicht immer gefüllte, gezüchtete Sorten, die aus meiner Kenntnis heraus denn weniger attraktiv sind oder nicht attraktiv sind für Bienen und Wildbienen? Oder hat sich das mittlerweile geändert? Also es hat sich vielfach geändert. Wir haben natürlich auch einfach blühende Sorten, auch verstärkt, aber auch halbgefüllte und gefüllte. Man sagt immer pauschal, gefüllte Sorten sind nicht attraktiv für Bienen. Aber man muss tatsächlich genauer hinschauen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel eine Dahlia. Also Dahlien gibt es ja ganz, ganz viele gefüllt blühende Sorten. Allerdings handelt es sich hier nicht um eine Blüte, sondern um einen Blütenstand. Und der besteht aus Röhrenblüten in der Mitte, die sind männlich, und weibliche Zungenblüten außenrum, die oft vervielfältigt sind. Dadurch kommt es zu diesem Füllgrad. Auch Sorten, die gefüllt für uns wirken, haben aber männliche Röhrenblüten innen drin. Man sieht die optisch auch und kann, wenn man drauf tupft, hat man oft dann auch Pollen an den Fingern. Also für Insekten sind diese Röhrenblüten erkennbar unter Pollen. Und dort befinden sich auch Nektarquellen. Also durchaus können gefüllt blühende Sorten, insbesondere bei den Korbblütlern, also diese zusammengesetzten Blütenstände, attraktiv sein. Da denke ich nicht nur an Dahlien, sondern zum Beispiel auch an Zinien, die sehr gut beflogen werden. Und viele anderen Asteraceen natürlich auch. Das heißt, der Kleingärtner braucht nicht auf seine klassischen liebgewonnenen Sorten verzichten, sondern da gibt es mittlerweile auch viele, die durchaus für heimische Insekten und Honigbienen interessant sind. Was kann man denn jetzt machen, wenn man nicht nur eine Blumenwiese gestalten will oder Beete mit Blumen, sondern eben Insekten auch über Stauden und Gehölze etwas
bieten möchte? Welche Arten sind da geeignet? Was kann man da machen? Also ganz sicher ist es so, dass wenn man mit Stauden arbeitet oder mit Gehölzen, man ja etwas macht, was mehrjährig ist, was über einen längeren Zeitraum, also mehrere Jahre Bestand hat. Und da sollte man sich vorher genau überlegen, wie so eine Staudenpflanzung zusammengesetzt sein sollte. Wir haben dazu Empfehlungen erarbeitet für verschiedene Standorte. Und bei den Gehölzen sollte man eben auch berücksichtigen, oder bei den Bäumen, wie groß wird so ein Baum, wie viel Pflege will ich auch investieren. Und da, Theresa, würde ich gerne nochmal an dich übergeben, und so vielleicht so ein paar Beispiele vorstellst aus den Staudenmischungen, die vielleicht jetzt in diesem Zusammenhang wichtig wären, dass wir die nochmal erwähnen. Ja, im Bereich Staudenmischpflanzungen gibt es Mischungen, die also besonders viele bestäuberfreundliche Staudenarten enthalten. Dazu gibt es aus Veitshöchheim zum Beispiel den Blütenzauber, eine Mischung mit besonders vielen aromatischen Arten von Origanum über Nepeta bis hin zu den Sedumarten, die auch stark beflogen werden. Zu diesen Staudenmischpflanzungen gibt es sowohl auf unserer Internetseite als auch zum Mitnehmen hier oder zum Zusenden einzelne Merkblätter. Aber ich denke, es wäre auch gut, an der Stelle nochmal darauf hinzuweisen, dass auch in einem kleineren Garten bestimmte Gehölze sehr viel Pollen und Nektar bieten können. Auch wenn vielleicht im ersten Moment der Garten nicht groß genug ist für einen, ich sage jetzt mal, breitkronigen Baum. Gerade was das Thema Saisonverlängerung angeht, helfen bestimmte Baum- und Straucharten sehr, auch nach den Hochsommer- und Frühjahrsblühern noch ein Angebot zu schaffen. Und wir haben auch in diesem Bereich der Gehölze viele Gehölze aus Asien und Nordamerika, die hier sich besonders hervortun. Man sieht das zum Teil auch an den englischen Namen, wie zum Beispiel der Bienenbaum, leider mehrfach umbenannt in den letzten Jahren, aber jetzt schlussendlich als Tetradium in den Katalogen. Tetradium danielii, früher hieß der Oyodia, kommt aus der Provinz Hubei in China, wo auch übrigens sehr viele attraktive Gartenpflanzen herstammen. Und dieser Bienenbaum, der verdient also seinen Namen, weil er also wirklich sehr, sehr stark beflogen wird. Es gibt außerdem noch andere Baumarten, die wie auf wenig Raum sehr viel Nektar und Pollen bieten. Im Spätsommer wäre das zum Beispiel auch die sogenannte Blasenesche. Die ist keine Esche, sondern es handelt sich um einen Baum mit blasenartigen Früchten und einem schönen gefiederten Blatt. Kölreutheria ist der botanische Name, und dieses Gehölz wird also auch unheimlich stark beflogen im September und passt auch in einen kleineren Garten. Im Bereich der Sträucher vielleicht noch eins, zwei Erwähnungen, die die Saison auch sehr, ich sage jetzt mal, nektarreich und pollenreich beginnen lassen. Da wäre zum Beispiel zu nennen die winterblühende Heckenkirsche. Heckenkirsche ist ja relativ bekannt, Lonicera als Schlingpflanze, aber auch eben als schattenverträgliche Strauchgattung. Und mit Lonicera purpusei in dem Fall haben wir also ein ganz tolles Gehölz, was sehr schön duftet und also ab Februar unsere heimischen Pollenspender wie die Hasel und die Weide sehr schön ergänzt. Und auch für den Menschen natürlich durch den Duft sehr attraktiv ist.
Und wenn man im Frühjahr, weil Sie gerade das vorhin angesprochen haben, Herr Sterling, die Forsythie, die so typisch ist für den Garten, austauschen möchte, wäre zum Beispiel eine Empfehlung von uns, das mit einer Kornelkirsche zu machen, weil die ja zeitgleich blüht, aber eben einfach ein tolles Nektar- und Pollenangebot bietet. Dem kann ich nur zustimmen. Aus Sicht einer, in meinem Fall Landschaftsarchitektin, ist es natürlich schon so, man kann jetzt das leuchtende Gelb einer Forsythie nicht so ganz vergleichen mit dem eher zurückhaltenden Farbton der heimischen Kornelkirsche. Aber wenn man weiß, was also an Pollen und Nektar geboten ist bei der Kornelkirsche, dann glaube ich, kann man auf das strahlend leuchtende Gelb der Forsythie vielleicht doch an einigen Stellen verzichten, denn die wird ja, wie man jetzt auch in diesem Jahr wieder sehen konnte, gar nicht beflogen. Auch wenn es ein so beliebter Frühlingsstrauch ist, wäre es eben schön, da ein wenig Platz abzugeben an die Kornelkirsche. Ja, jetzt gibt es hier bei uns in den Städten ja auch viele Imker, die nur eine Wohnung haben, vielleicht mit einem Balkon. Und auch immer wieder wird man gefragt, was man denn machen kann, wenn man nur einen Balkon hat, um eben halt für die Insekten auch etwas tun zu können. Gibt es da von Ihrer Seite auch spezielle Tipps zur Bepflanzung? Ja, da haben wir über mehrere Jahre Untersuchungen gemacht und bienenfreundliche Balkonkästen zusammengestellt und auch das wissenschaftlich untersucht. Das hat die Eva Maria Geiger im Rahmen von ihren Untersuchungen gemacht. Kann er sicherlich dazu berichten? Also bei den Bitterbalkonpflanzen kann man auch mit den kleinsten Raum begrünen. Das heißt nur ein Fensterbrett. Da passt auch schon ein kleiner Topf hin oder ein kleiner Blumenkasten oder ein kleines Gefäß am Eingang. Die intensivste Gruppe, die beflogen wird an den Bitterbalkonpflanzen, an den Blütenpflanzen, sind alle Blüten-Salbeisorten. Also zum Beispiel Mehlsalbei, gibt es ganz tolle Farben, so ein richtig schönes Blau, Weiß, Rosa. Auch kleine, die nur so 40 cm hoch werden, bis größere Büsche, die schön sich präsentieren in Gefäße. Das ist der Südamerika-Salbei, Salvia granitica. Da gibt es ganz neue Serien, die reich blühen von Anfang Mai bis zum Frost. Also das ist ein Bienenmagnet schlechthin. Also, oder auch Pfirsichsalbei mit ganz leuchtenden Farben, so ein Fuchsienrot. Also Salbeisorten sind absolut die Nummer eins. Die zweite Gruppe für Bitterbalkonpflanzen sind alle Bidens-Sorten. Bidens nennt sich auch der Zweizahn, weil der Samen schaut aus wie so ein kleines Mini-Schaschlik-Spießchen, drum Zweizahn. Und Bidens gibt es in den Farbsorten Goldgelb, Weiß und Rosa. Und als kleiner Tipp für uns, wenn man bei den Sorten wählen soll, als Bienenfreund immer Weiß- und Rosa-Sorten bevorzugen. Die werden am allerstärksten beflogen. Und dann zweifarbige Sorten, also die sind auch noch sehr stark beflogen. Und die gelben Sorten, die haben leider so ein bisschen das Nachsehen. Aber ein Tipp, Weiß und Rosa, das sind Bienenmagneten. Und dann kommen schon Pflanzen, zum Beispiel wie Dahlien, Zinnien, aber auch so Exoten wie die Sternblume, Pentas oder was auch sehr schön und super pflegeleicht sind, sind Strohblumen, die Heimatgebiet eigentlich Australien haben, aber bei uns sehr stark von Bienen besucht werden, auch von Hummeln und auch noch von Schmetterlingen und immer zu blühen. Und der beste Pollenspender ist schlechthin sind die Portugal-Röschen. Da sollte man auf jeden Fall auf einfach blühende Sorten zurückgreifen. Und die Bienen baden da in Pollen. Also es ist immer abenteuerlich zu beobachten, weil die sind ständig am Putzen und ganz orange voller Pollen. Und wenn diese Röschen auf sind, dann werden die ganz intensiv von Bienen beflogen und da kommt es dann sehr schnell auch Zusammenbildung. Aber die blühen auch immer zu. Also diese ganzen
Arten und auch vielen Sorten haben den Vorteil, dass sie immer wieder nachblühen. Sie haben ständig ein Flor und das bis zum Frost. Also man kann immer Bienen beobachten und einfach was Gutes beitragen für die Bienenpopulationen. Ja, schön. Ich denke mal, Salbeisorten, sagten Sie ja, sind reichhaltige Nektar- und Pollenspender für die Bienen auf dem Balkon. Ich denke überhaupt Gewürze, damit kann man ja zum einen in der Küche immer für frische Kräuter sorgen und zum anderen, wenn man sie denn blühen lässt, eben für die Insekten auch etwas Sinnvolles tun. Dann vielleicht eine oder die letzte Frage, gibt es oder wissen Sie, ob es in den Städten und Gemeinden vielleicht Projekte gibt, bei denen Bürger Patenschaften übernehmen können für öffentliche Grünflächen, wenn man jetzt weder einen Garten noch einen Balkon hat, aber trotzdem in seiner Heimatstadt etwas für die Insektenvielfalt tun möchte? Ja, da gibt es viele Angebote. Manche Gemeinden vermitteln Ausgleichsflächen, auf denen zum Beispiel Streuobstbäume gepflanzt worden sind und die aber noch gepflegt werden müssen oder wo vielleicht auch eine bienenfreundliche Saat noch hineinkommen soll. Da kann man halt sich mit mehreren zusammentun und so eine Patenschaft für eine Wiese oder für eine Fläche übernehmen. Ich würde das nie alleine machen, weil es dann doch irgendwann auch mühsam ist, wenn man es ganz alleine macht. Es gibt auch andere Projekte, wo man für bestimmte Bereiche die Verantwortung übernehmen kann und dann auch diese Flächen mitgestalten kann. Ähnlich wie es auch Baumpatenschaften gibt in großen Städten, wo die Bürger dann die Verantwortung für das Gießen eines Baums übernehmen, gibt es solche Angebote mittlerweile auch in vielen Städten, Bereiche zu gestalten, um sie auch bestäuberfreundlich zu machen. Muss man einfach mal auf den Bürgermeister zugehen, aufs Grünflächenamt, aufs Gartenamt. Und da kommt man schnell, hat man schnell mehr Flächen zur Verfügung, als man bewirtschaften kann. Das heißt also auch, wenn man keinen Garten besitzt und keinen Balkon, kann man durchaus in seiner Heimatgemeinde etwas für die Insektenvielfalt tun, wenn man sich an die Gemeindeverwaltung wendet, an das Bürgermeisteramt und dann Kontakt sucht, um irgendwo eine Patenschaft übernehmen zu können. Ja. Und wenn man selber einen Garten besitzt, dann sagten Sie ja ganz am Anfang, ist es nicht nur wichtig, dafür zu sorgen, dass man für die Insekten einen gedeckten Tisch schafft, sondern es ist auch genauso wichtig, dafür zu sorgen, dass die Nistmöglichkeiten in der Umgebung des Nahrungsangebotes auch vorhanden sind. Das heißt, bei uns ist es ja zumindest in den älteren Kleingartenanlagen oft sehr aufgeräumt, sag ich mal, in den Gärten. Und da kann man dann vielleicht ein bisschen mal einen Holzhaufen liegen lassen und andere Sachen, um für die Insekten auch Nistmöglichkeiten zu schaffen. Ja, man kann zum Beispiel einfach Totholzelemente im Garten belassen. Das kann ein Haufen sein, aber das kann auch einfach mal vielleicht ein Baum sein, der gefällt worden ist, wo dann man 1,50 Meter stehen lässt, wo dann eben Bienen das auch nutzen können als Nistplatz. Und man kann offene Stellen im Garten, im Boden zulassen oder auch Wege so gestalten, dass in den Fugen die Tiere nisten können. Man kann Trockenmauern errichten oder eben Hochbeete so anlegen, dass die Wände der Hochbeete auch für Bienen zugänglich sind, über die Fugen entsprechend groß sind. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir haben eine Zusammenstellung von diesen Möglichkeiten in einer Broschüre zusammengefasst und die werden wir jetzt auch demnächst veröffentlichen. Und Herr Sterling, Sie bekommen eines der ersten Exemplare. Ja, schön, vielen Dank. Dann bedanke ich mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie so bereitwillig aus Ihrer Erfahrung erzählt haben. Und ich werde halt alle Links und alle Hinweise aus Veitshöchheim unter dem Video verlinken. Und wenn Fragen dazu sind, natürlich an Sie gerne weiterleiten. Vielen Dank für das Gespräch.